Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Silent Hill 3. Ich komme mal nach einem Weg. Also, das Schloss ist kaputt. Ich glaube, ich muss den Fußspuren folgen. Oder? Aha. Das ist doch der... Oh. Und sieht aus wie eine Art Medikamente. Aber da ist nur ein Name auf dem Etikett. Beschreibung oder so. Zu riskant, egal. Hier ist ein Bild. Das ist überhaupt nicht mein Stil. Vor 24 Jahren hat Mu Dahlia mich benutzt, um Gott herbeizurufen. Gott war in meinem Schoß, aber ich konnte sie nicht gebären. Dann wurde ich hier in diesem Krankenzimmer eingesperrt. Ich war hier, bis Papa mir heraushalf, als ich 14 war. Gott nagte an meinem Inneren, mein Leiden machte mich verrückt. Ich wünschte mir, ich könnte sterben, damit es vorbei wäre. Aber ich durchlebte diesen Albtraum 7 Jahre lang. Dieses Bett weckt Erinnerungen an schrecklichen Tage. An diese schrecklichen Tage. Und ich will mich nicht daran erinnern, weil ich nicht mehr Alyssa bin. Aber Alyssa ist doch in mir. Ich versuche nicht, das zu leugnen oder so. Ampulle, yeah, Ampulle, cool. Das ist doch ein Bild von mir, als ich 7 Jahre alt war. Ich sehe gelangweilt und traurig aus. Ist ja auch kein Wunder, damals war ich immer so. Das ist doch von, ey, cool, das ist von Silent Hill 1. Okay. Da steckt was in dem Buch. Ich habe die Tarotkarte der Nah. Wieder, oha, dieses Buch. Ich habe das Gefühl, dass ich es lesen muss, aber gleichzeitig will ich nicht. Agloape Potis. Rote Flüssigkeit oder Kristalle, die Blut ähneln. In der Kabbala heißt es, dass der Name von einem Kraut stammt, mit dem bösen Geistern vertrieben werden können. Es heißt, es wächst in arabischen Wüsten. Man kann es zum Schutz gegen die Dämonen verdünsten lassen oder als Umschlag anwenden. Es ist kraftvoll, aber da es selten ist, ist es schwer, sehr schwer zu beschaffen. Aha! Wow. Wow. Weg. Ja, jetzt habe ich das Rätsel Lösung, ne? Auge der Nacht. Oben links. Der Mond. Oben rechts. Die hohe Priesterin, wo ist sie? Nee, nee.
oben links und der Na, wo ist er? Und der in der Mitte, oder? Sie ist offen. Jawohl. Speichern. Ich kann die speichern, oder? Juhu! Die Kirche. 3 Stunden. Ein Gramm habe ich so lange gebraucht. Speichern abgeschlossen. Eieiei. Abspeichern. Nein? What do I want? Well, for the two of you to die, that would be nice. Then I could relax. When did you stop believing in God? God lives. Just look around you. But I do believe in her. In my own way. I fear her, and I adore her. But I haven't lost my mind like you. You think that this is the work of God? Isn't this all nothing more than your own personal nightmare? Just like Alessa 17 years ago? If this really is the work of God, then I'd say she has lousy taste. You mock God? Traitor. You will go to hell. Not that again! Who do you think you are, claiming to know God's will? Go home, Vincent. Home. This church is my home. I built it with my power. The power of money that you view with such scorn. Although, I admit that this atrocious scenery is all yours. Continue to get in my way. Did you kill me? Well, well, the guest of honor has arrived. Let's get this party started. Heather, go ahead and kill this crazy bitch. This demon who claims to speak for God. The time has come. You can kill her now. You go to hell! What did you do? Nothing important. You're not going to run? I guess this is the end. No, the beginning. As Vincent said, the time has come. Alessa, I'm saddened that you didn't agree to this on your own. But I thank you for nurturing God with all the hate in your heart. It's time for mankind to be released from the shackles of sin which bind them. But a God born from hatred can never create a perfect paradise. That's fine. Alessa, my dear.
pause at you. I deserve no mercy. Even if it was to save mankind. It was too deep a sin. It was hubris for me to try to hasten the day of her arrival. Sacrifices were made. Those are my sins. You feel so guilty about it. Why don't you go to hell? Heather, use the seal. Vincent? The seal of Metatron? Now your stupid dream is over. Oh. That's just a piece of junk. What do you think you can do with that? Do you really think it can kill God? I'm sorry to see you fell for my father's foolishness. What? You're pathetic. Now, Alessa, there's nowhere else to run. Just accept it, Alessa. The pain will disappear. Judgment Day! Alessa? Vincent ist tot. Da sagte ich gut aufpassen. Ja, nee, ich frage mich, warum ich so schlecht fühle, wenn ich ihn da sehe. What are you doing?